Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Hallo liebe KiCad-Freunde, in dem Video möchte ich euch mal schnell zeigen, wie man ein Symbol mit mehreren Einheiten erzeugt. Ich gehe mal hier in meinen Symboleditor, also hier kurz gezeigt. Hier kurz gezeigt, Symboleditor geöffnet. Dann gehe ich mal hier rein. Ich wähle mir hier mal MyLED-Treiber. Das ist eine Bibliothek von mir. Sage hier neues Symbol erstellen. Und jetzt sage ich jetzt hier, nennen wir es einfach mal Schütz. Ja. Halt, machen wir es mit UE, Schütz, ein Schütz, das hat also Arbeitskontakte und Steuerkontakte. Schütze werden mit K bezeichnet in der Regel und hier ist jetzt wichtig, dass die Anzahl der Einheiten pro Package erhöht wird. Also wir wollen in einem mal die Steuerkontakte zeichnen und im anderen die Arbeitskontakte. Also gehe ich mal hier auf zwei Einheiten, sage dann hier okay. Dann gehe ich hier, bin ich in meinem Symboleditor drin. Ich schiebe mal das K hier raus. Wir achten darauf, dass wir unser Raster auf 1,27 stellen. Das haben wir soweit eingestellt. Und jetzt kann ich hier also meine Pins hinzufügen, indem ich jetzt sage, das ist jetzt hier A1. Mit rotieren kann ich das entsprechend bewegen und moven. So, dann haben wir hier als nächstes A2. Ich weise natürlich dann hier entsprechend zu Eingang, Ausgang beziehungsweise bidirektional oder passiv, je nachdem. Hier würde sich wahrscheinlich passiv anbieten. So, dann habe ich jetzt hier meine beiden Spulenbezeichnungen. Dann kann ich hier entsprechend meine Spule schon mal zeichnen. So, jetzt habe ich hier meine Spule. Dann können wir hier schon das K reinsetzen in unsere Spule. Und ich könnte jetzt hier entsprechend weitere Pins zeichnen. Ich nenne das jetzt einmal hier S1 und so weiter und so fort. Das sind also wären jetzt hier meine Steuerkontakte, die ich hier entsprechend positionieren könnte oder müsste. Und wenn ich jetzt natürlich meine Arbeitskontakte anlegen möchte, dann gehe ich das, ich mache das jetzt hier nicht fertig, das könnt ihr dann selber machen. Ich gehe ich hier auf Einheit B und kann jetzt hier im Einheit B meine Arbeitskontakte, also hier setzen, in dem Fall dann hier mal die 1. Dann die 1, 3. Eins, drei, fünf. Und entsprechend dann hier 2, 4. Und 6, wenn wir jetzt hier also unser so ein normales Relais nutzen wollten. 2, 4 und 6. So, das sind dann unsere, wären dann jetzt hier unsere Arbeitskontakte. Natürlich müssen wir die noch ändern. Das sind jetzt natürlich hier zumindest die Arbeitskontakte sind natürlich passiv, als Passivkontakte zu verstehen. Da sie ja hier keine Signale in dem Falle führen. Also muss ich das hier noch entsprechend anpassen. Das ist jetzt wirklich nur mal quick and dirty schnell gezeigt, wie man hier sowas erstellt. Hier beim Eingang, Ausgang sollte man natürlich bei A1 erst einmal sagen, Stromversorgung. Halt, nein, bei A2 ist es ein
es ist Stromversorgung und die A1 ist auch Stromversorgung so. Und hier bei meinen Steuereingängen könnte ich jetzt wieder passiv das als passiv nutzen. Das ist ja kein Chip oder irgend sowas, sondern als Passivsignal. Wenn ich das Ganze hier gespeichert habe, dann schaue ich nochmal, unter was ich das jetzt hier abgelegt habe. Das müsste ja jetzt hier unter Schütz liegen. Und dann gehen wir mal in unseren Schaltplan-Editor hinein. Und das mache ich hier mal A, hinzufügen. Von Werkzeugen. Und dann sage ich hier mal Schütz. Das ist jetzt hier mein Schütz. Und dann wird jetzt hier als erstes meine Schützspule eingefügt mit dem einen Steuerkontakt, der ist natürlich jetzt nicht richtig und ich könnte jetzt hier meine Arbeitskontakte eben als A und B dann noch woanders konfigurieren oder ablegen und entsprechend ansteuern. Das ist natürlich jetzt noch nicht fertig, das Symbol. Ihr habt aber jetzt den Weg gesehen. Wer also hier mal so ein zweiteiliges Symbol erstellen möchte, zum Beispiel eben für so einen Schütz hier, für die um die Arbeitskontakte und die Steuerkontakte entsprechend separat ablegen zu können, habt ihr gesehen, wie es geht. Ich hoffe, das genügt euch erstmal zum Erstellen. Wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund und bis die Tage. Tschüss.